Im heutigen Video dreht sich alles um das Thema Koffein im Krafttraining. Spezifisch, wie man Koffein am besten am Wettkampftag nutzen kann. Bevor das Video losgeht, ist es mir nur wichtig, dass ich das nochmal erwähne, was ich sagen möchte. Und zwar, dass die Empfehlung von diesem Video, die Sachen, die wir heute ansprechen, nur bezogen auf gesunde Leute sind. Falls du weißt, dass du durch Koffein vermehrt Probleme bekommst, mental oder physisch, dann sind die Empfehlungen nicht für dich. Falls du schon irgendwelche Krankheitsbilder hast, die durch Koffein gefördert werden, ebenso nicht für dich. Es geht hier um gesunde Leute, vor allem gesunde, krafttrainierende und noch spezifischer eigentlich die Powerlifter unter euch. Außerdem wird das Video wahrscheinlich gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich das Ganze ziemlich wissenschaftlich eigentlich aufziehen wollte, mir die letzten Wochen, eigentlich Monate, sehr tief in das Thema Koffein eingetaucht bin und 50 plus Papers gelesen habe zu dem Thema, die ihr auch alle in der Beschreibung findet. Ich habe die trotzdem mal verlinkt. Aber ich werde jetzt nicht so jede einzelne Studie hervorziehen und sagen, hier und hier ist das passiert, daraus schließen wir XY. Denn das Video soll ein bisschen praktikabel sein und ich glaube, sonst kriege ich den Haken nicht gut hin. Das Video ist unterteilt in 6 Parts, kann man sagen. Beziehungsweise sind es 6 Fragen. Fang an, wie wirkt Koffein überhaupt? Die zweite Frage ist, welche Effekte hat Koffein überhaupt auf kraftrelevante Performance? Drittens, welche Menge soll ich mir hinter die Kiemen peitschen? Viertens, in welcher Form soll ich Koffein zu mir führen? Und wann, also das Timing? Fünftens, der kleine Powerlifting-Wettkampf-Guide. Sechstens, was Koffein so für Nebenwirkungen hat und ob Koffein im Großen und Ganzen überhaupt safe ist. Lass uns starten. Frage 1, Thema 1, wie wirkt Koffein überhaupt? Was sind die Mechanismen dahinter? Früher ist man so ein bisschen davon ausgegangen, dass der Hauptmechanismus die Glycogen-Sparing-Theorie ist. Was diese auf Deutsch gesagt glykogensparende Theorie ist, ist im Endeffekt, Koffein schüttet Adrenalin vermehrt aus. Adrenalin setzt freie Fettsäuren vermehrt frei, also mobilisiert diese. Und diese werden dann statt Glykogen vermehrt als Energiegewinnung sozusagen genutzt. Wir nutzen also weniger Glykogen in unserer Muskulatur und stattdessen mehr freie Fettsäuren. Wir haben also mehr Glykogen da, haben also länger was davon, können demnach mehr bzw. länger performen. Das klingt alles auch plausibel, nur was machen wir denn bei Sportarten, bei denen wir nicht so viel Glykogen heranziehen als Energiegewinnung, wie zum Beispiel Krafttraining? Falls Koffein denn überhaupt leistungssteigernd bezüglich krafttrainingsrelevanter Performance ist, was wären denn dort die Mechanismen dahinter? Das ist ja damit nicht zu erklären. Nach aktuellem Wissensstand ist der Hauptmechanismus hinter der Wirksamkeit von Koffein die antagonistische Wirkung auf die Adenosinrezeptoren. Also Koffein und Adenosin sind so ungefähr gleich von der Struktur. Adenosin hat halt so recht ermüdende Wirkung. Also man wird müde, schläfrig. Im genauen Gegenteil dazu halt Koffein. Das heißt, es gibt Adenosinrezeptoren und da Koffein ähnlich von der Struktur ist, kann Koffein sich halt daran binden. Wenn Koffein dran ist, kommt halt Adenosin nicht ran. Koffein kontert sozusagen dann einfach die Wirkung von Adenosin. Und was daraus resultiert, ist im Endeffekt, dass Koffein auf das zentrale Nervensystem Effekte hat, beziehungsweise das zentrale Nervensystem stimuliert. Was daraus die Effekte sind, ist eine Anstrengungsempfindungsreduzierung, heißt, man nimmt Anstrengung weniger schwer wahr, oftmals damit auch in Studien gezeigt, dass Anstrengungsempfinden nicht so hoch war wie bei der Placebo-Gruppe oder gleich war. Beziehungsweise war es auch so, dass die Koffeingruppe mehr Kraft-Output hatte, aber bei gleicher RPE. Also kann man sagen, hätten Placebo und Koffein die gleichen Gewichte genommen, den gleichen Kraft-Output, wäre die RPE halt niedriger, was Koffein angeht. Also Anstrengungsempfindung wahrscheinlich ein bisschen drunter. Muskelschmerzempfindlichkeit, auch ein Tick gedämpft. Und drittens ist die Ermüdung sammelt sich tendenziell, die neuromuskuläre Ermüdung sammelt sich tendenziell etwas langsamer an. Klingt doch gut, oder? Klingt so, als wenn es eindeutig ist, dass Koffein auch krafttrainingsrelevante Performance nach oben bringt. Davon bin ich eigentlich auch immer fest ausgegangen, weil ich selber sehr viel Erfahrung mit Koffein habe und das sich auch sehr positiv auf meine Performance im Gym auswirkt. Und meine Athleten und Athletinnen, der größte Teil nutzt Koffein und hat davon auch auf jeden Fall einen Benefit. Als ich dann aber so die Evidenz mal durchgegangen bin, war das alles ein bisschen anders. Vor allem, wenn ich so die früheren Studien herangezogen habe, mir die durchgelesen habe, war halt nicht unbedingt ein Unterschied manchmal festzustellen. Aber in den letzten Jahren sind dann ein paar Meta-Analysen rausgekommen, in der halt gezeigt wurde, okay, der Trend geht auf jeden Fall so in die Richtung entweder neutraler Effekt bis positiver Effekt.
Wobei es da halt recht viele interindividuelle Unterschiede gibt. In der einen Studie waren es, glaube ich, 33%, ein Drittel von den Koffein-Usern hat sogar schlechter performt als Placebo, aber der restliche zwei Drittel neutral bis besser. Also kann man sagen, neutral bis positive Effekte. Erfahrungsgemäß würde ich sagen, die meisten profitieren davon, aber es ist halt einfach definitiv abhängig auch von interindividuellen Unterschieden. Zum Beispiel die Genetik, um mal zwei Gene hervorzuheben, die auch am meisten untersucht wurden hinsichtlich Koffein. Das wäre einmal ADORA2A und CYP1A2. Das wäre der zweite. CYP1A2 ist für 90% des gesamten Koffeinstoffwechsels verantwortlich. Die beiden Gene scheinen wahrscheinlich relevant zu sein, wenn man sich die positiven bzw. negativen neutralen Auswirkungen von Koffein auf die Leistung anschaut. Wobei man ganz grob sagen kann, wobei C-Allele wahrscheinlich eher negativere Auswirkungen haben bzw. halt keinen starken Benefit vielleicht davon ziehen. Aber das bleibt im Endeffekt praktisch unrelevant. Wichtig zum derzeitigen Zeitpunkt des Videos ist einfach nur, dass wir wissen, dass die Tendenz scheinbar dahin geht, dass Koffein sich positiv auf die Performance auswirkt, was 1RMs angeht, also die Maximalkraft, was Reps to Failure angeht, also Kraftausdauer, wenn man sich ein bestimmtes Gewicht schnappt und damit so viele Wiederholungen macht, bis zum Muskelversagen. Und ja, als drittes aufgeführt isokinetische Kraft, also wenn man zum Beispiel einen Beinstrecker mit volle Pulle, Beinstrecker knüppelt gegen einen Widerstand, bei dem die Geschwindigkeit selbst fix eingestellt ist und da halt gemessen wird, okay, wie hoch ist dein Gesamtkraftoutput im Endeffekt. Was für die meisten voll irrelevant sind und wichtig einfach nur zu sagen, Maximalkraft und Reps to Failure sind wahrscheinlich positiv beeinflusst durch Koffein. Zumindest in den Querschnittsstudien, also wenn man sich immer einen Zeitpunkt rauspickt und da die Performance vergleicht mit einer anderen Intervention, also oft dann Koffein versus Placebo. Wenn man sich jetzt mal so die einzig vorhandene Längsschnittstudie anschaut, da war es halt so, okay, die eine Gruppe Placebo, die andere Koffein. Koffein hat 3 Milligramm mal Körpergewicht, mal Kilo Körpergewicht zu sich geführt, bei mir halt 100 Kilo, das heißt 300 Milligramm Koffein. Über 4 Wochen hinweg, Bank-1RM wurde getestet und da ein paar Geschwindigkeitstests, die jetzt gerade nicht relevant sind, können relevant sein, möchte ich aber nicht viel mehr darauf eingehen. Und da gab es halt keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Also Längsschnitt, ja, kann man auch nicht viel zu sagen. Querschnittstudien sagen aber auf jeden Fall, okay, gut, Tendenz ist gut da. Koffein scheint performance-enhancing zu sein. Aber bei welcher Menge denn? Da kommen wir zum dritten Aspekt. In welcher Menge sollten wir Koffein konsumieren? Und da kann ich nur eine ganz kleine Range geben zwischen 1,5 Milligramm mal Kilogramm Körpergewicht bis 10 Milligramm mal Kilogramm Körpergewicht wäre so eine ganz kleine Range. Das heißt, bei mir 150 bis 1 Gramm Koffein ist natürlich super viel Range, aber es wurde halt auch viel getestet. Die, glaube ich, am meisten getestete Menge waren 6 Milligramm mal Kilogramm Körpergewicht. Ist aber schon recht hoch, meiner Meinung nach. Das wären jetzt bei mir 600 Milligramm, wenn man das mal in Monster rechnet. Ich rechne das gerne in Energies. In Energy Drinks sind das gute 4, fast 4 Monster, Rockstar oder nach Wahl oder 6 Kaffees. Ist eine Menge, so als Einzeldosis auf jeden Fall. Natürlich oft in den Studien auch verwendet, damit man Unterschiede findet, damit man ein schönes Ergebnis hat, was man auch teilen kann, was dann veröffentlicht werden kann. Ne? Aber es scheint so, dass Koffein auch in niedrigeren Dosen effektiv sein kann. 2 Milligramm mal Kilogramm Körpergewicht waren effektiv, dann auch wiederum mal nicht. 4, 6, 9, ganze Bandbreite. Im Endeffekt ist das aber auch nicht relevant für uns. Wir sollten da einfach einen adäquaten Startpunkt für uns wählen. Wenn man schon gewohnt ist an Koffein, wird man schon wahrscheinlich eine ungefähre Range haben. Okay, ich trinke schon immer 1 bis 2 Kaffees am Tag. Die haben ungefähr 80 bis 100 Milligramm Koffein. Okay, das heißt so 200 Milligramm starte ich vielleicht mal als Einzeldosis mit 200 Milligramm. Ich würde tendenziell sowieso immer als Einzeldosis niedriger starten, gucken, wie man damit zurechtkommt, als eine zu hohe Dosis wählen. Vor allem in Wettkämpfen, da kommen wir gleich aber nochmal zu. Also lieber niedriger starten. Ich würde die Einzeldosis tendenziell höher gestalten, als man den bisherigen gewohnten Koffeinkonsum gestaltet hat. Also wie gesagt, wenn man 2 Kaffees getrunken hat, sind das vielleicht 160 bis 200 Milligramm Koffein. Eine Einzeldosis dann von 200 Milligramm
Koffein zu geben, wäre vielleicht ein guter Starting Point. Und in welcher Form soll ich Koffein jetzt konsumieren? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir haben mittlerweile, da sowieso 90% der Gesamtbevölkerung Koffein in irgendeiner Art und Weise konsumiert, weil wir das überall verfügbar haben, ob es in Schokolade ist, Tee, Kaffee, Booster, Koffeinkapseln, Energydrinks, Kaugummis, Gele, eine Menge. Was sich da halt unterscheidet im Endeffekt, ist klar die Zusammensetzung. Ein Energydrink hat noch Taurin und etc. Eine Koffeintablette hat nur Koffein. Ein Booster hat viel mehr Stimulantien auch noch mit drin. Ein Kaffee hat 1000 andere Ingredients noch mit drin, weshalb die Literatur auch nicht so einfach ist durchzublicken, vor allem wenn man sich dann mehr Komponentensachen anschaut. Im Endeffekt wahrscheinlich erstmal nur wichtig, okay, in flüssiger Form wird es tendenziell schneller aufgenommen, als wenn man es jetzt zum Beispiel als Kapsel zu sich führt. Als Kapsel, so ein grober Richtwert, eine Stunde nach dem Training, 45 Minuten, eine Stunde nach dem Training, hat man die Peak-Konzentration erreicht, wenn man jetzt überhaupt an das Konzept glaubt, dass man die meisten Effekte von Koffein merkt bzw. am besten performt. Wenn die Peak-Konzentration am höchsten ist, dann macht es Sinn, das natürlich auch so zu timen, dass wenn ich vor dem Training eine Stunde meine Koffeintablette nehme, Stunde danach loslege mit dem schwersten Satz oder so in die Richtung. Also Koffeintablette tendenziell ein Tick länger, vielleicht ein Booster, ein Energy Drink oder sowas. Richtung 30, 40 Minuten vielleicht, aber halt auch sehr abhängig, was die Genetik angeht, wie wir vorhin schon nicht angesprochen haben, weil ich vorhin nur meinte, mit den Adora 2A und den CYP 1A2, dass C-Allele tendenziell schlechter reagieren, C-Allele verstoffwechseln, nenne ich es jetzt einfach mal, Koffein aber auch deutlich langsamer, also da gibt es halt auch Unterschiede, aber da geht es halt nur darum, okay, wie empfinde ich es denn und für sich da so eine Art Trial and Error zu machen, ein kleines Selbstexperiment im Endeffekt zu starten. Dann eine mit der wichtigsten Sachen meiner Meinung nach, das Timing. In der Hinsicht nicht wann vor dem Training, sondern wann am Tag überhaupt. Wenn eigentlich im Abend trainiert wird, Erfahrung aber noch nicht wirklich da ist, was Koffein angeht, wäre es wahrscheinlich sehr fatal, Koffein dann in einer recht hohen Dosis sich reinzuknüppeln oder mit Koffein zu starten, wenn man die Einheit, sagen wir mal, 4 Stunden vorm Schlafengehen absolviert. Dann kann ich wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dein Schlaf wird scheiße sein. Und was das für Auswirkungen hat, da kommen wir auch nochmal im letzten Part dazu. Also es macht Sinn, wenn man Koffein im Training nutzen möchte, dann auch früher zu trainieren, falls das möglich ist. Bei mir ist es beispielsweise so, ich gehe tendenziell ins Training zwischen 10 und 12. So starte ich ins Training und habe halt demnach, wenn ich ins Bett gehe, zwischen 10 und 11, wahrscheinlich genug Zeit, Koffein größtmöglich herauszubekommen aus dem System. Auch abhängig von der Dosis, auf jeden Fall. Und interindividuelle Unterschiede, wie schon gesagt, wer länger braucht, um Koffein zu verstoffwechseln, Peak-Konzentration zu erreichen, desto länger wird wahrscheinlich auch die Halbwertszeit, wie lange das abgebaut wird und so weiter. Also ich bin eher ein Fan davon, Koffein dann nur zu nutzen, wenn man eher Richtung Morgen, vielleicht noch Vormittag irgendwie so in die Richtung trainieren geht und man dann Koffein als Pre-Workout nutzt. Ansonsten würde ich es wahrscheinlich sein lassen, also als Empfehlung. Ich würde es wahrscheinlich trotzdem machen, weil Koffein gehört zum Training dazu für mich. Aber das ist eine ganz andere Sache. Dazu vielleicht mal eine kleine Empfehlung zu unserem Podcast von Paul und mir, Power Performance Podcast. Kleine Verlinkung hier zu unserem sportpsychologischen Gespräch, welches er an mir durchgeführt hat, also Erstgespräch, bei dem wir auch ein bisschen über Koffein gequatscht haben. Da kriegt ihr dann so ein bisschen mehr Insights. Alright, also wir haben bisher die Menge, einen easy Start wählen, weiter vorne am Tag trainiert, Richtung morgens, Mitte, vormittags. Dann kann Koffeinkonsum sinnig sein, Ende des Tages hin, na, wahrscheinlich eher nicht. Form von Koffein ist auch sehr, wenn du eher jemand bist, der sich gerne einen Booster reingönnt, gönn den Booster rein oder einen Energy Drink reingönnst, dann gönn dir einen Energy Drink rein. Wenn du ein Kaffeetrinker bist, gönn dir einen Kaffee rein, wobei es ein bisschen schwieriger ist, auf eine höhere Dosis Koffein zu kommen bei Kaffeekonsum. Sich 4 Tassen Kaffee hinterzuschütten, ist was anderes als vielleicht 2 Koffeintabletten. Aber nicht unmöglich. Und ein heißes Getränk zu konsumieren ist auch vielleicht so ein bisschen wohltuender und geht halt auch manchmal in manchen Studien eher mit einer besseren Gefühlslage einher, als sich normales Wasser runterzuschütten. Also hat auch seine Benefits, aber bleibt halt wieder Geschmackssache. 5. Part, Powerlifting-Wettkämpfe. Und da
geht das auch so ein bisschen einher mit, ich wollte es nicht vorausnehmen, weil das jetzt recht gut passt, auch zum Thema Powerlifting-Wettkämpfe, nochmal zum Timing zurück. Erstmal wird natürlich der Schlaf so ein bisschen beeinträchtigt durch Koffein, dazu kommen wir nochmal, wie gesagt, im letzten Part, was scheiße ist, weil Schlaf ist wichtig, vor allem im Sport, aber auch eigentlich generell so. Das weiß hoffentlich mittlerweile jeder. Koffein am Morgen hat aber noch einen schönen, weiteren, netten Nebeneffekt. Und zwar gibt es sowas wie ein neuromuskuläres Morgendefizit, nenne ich es jetzt mal. Das heißt im Endeffekt, man ist morgens nicht so stark wie gegen Abend, wenn man nicht daran gewöhnt ist. Also wenn man eigentlich immer abends trainiert, dann aber mal morgens trainieren muss, wie zum Beispiel an einem Wettkampftag, kann gut sein, dass man dann in der Morgengruppe dran ist, dann kann es sein, dass du da schwächer bist als sonst. Richtung 5 bis vielleicht 10% sogar. Und Koffein bietet sich ziemlich gut an, um dem so ein bisschen entgegenzukontern und auf das gleiche Niveau wie dein übliches Kraftlevel sozusagen zu kommen, beziehungsweise das auf die Plattform bringen zu können. Bietet sich natürlich jetzt nicht nur in Powerlifting-Wettkämpfen an. Wenn mal morgens trainiert werden muss, aufgrund von Alltag, Zeug, irgendwas kommt dazwischen, man kann das übliche Training nicht abends absolvieren wie sonst immer, muss morgens trainieren, dann bietet sich das natürlich auch an, um da entgegenzukontern dem neuromuskulären morgendlichen Defizit. Also das ist schon mal eine super Sache für Kraft-Dreikampf-Wettkämpfe, dass man sich mit Koffein, dass man das mit Koffein so ein bisschen kontern kann. Generelle Empfehlung für Kraft-Dreikampf-Wettkämpfe, vor allem für Leute, dessen erster Wettkampf dieser Wettkampf ist, der jetzt vor der Tür steht, als einer bei euch vor der Tür steht. Wahrscheinlich aufgrund der Pandemie aktuell wahrscheinlich nicht so, aber für zukünftige Wettkämpfe. Das Maß an Aufregung wird wahrscheinlich schon ungefähr hier oben sein. Sich dann noch eine zu hohe Dosis Koffein hinterzuknüppeln, kann nach hinten losgehen. Zu hohe Koffeindosis kann Zittrigkeit hervorrufen, Anxiety erhöhen, Aufregung und mehr Anxiety ist nicht so gut. Zu viel Nervosität, ja, kann backfiren, kann nach hinten losgehen. Außerdem kann dann auch ein zu hohes Maß an Koffein für diesen Erregungszustand, den ihr sowieso schon habt, aufgrund der Aufregung, Bewegungsmuster vielleicht auch beeinflussen, negativ. Also, dass man nicht mehr so ein richtiges Gefühl hat für die Bewegung. Kann sein, wahrscheinlich, unwahrscheinlich, ich würde es trotzdem nicht riskieren, sondern für den ersten Wettkampf auf jeden Fall eine Dosis wählen, die bekannt ist, die vielleicht auch nicht zu hoch ist, sondern relativ moderat. Weshalb wir auch sowieso schon bei der nächsten Sache sind, die ich dazu ansprechen wollte. Und zwar geht es so ein bisschen um das Koffein-Splitten über den Wettkampf hinweg. Mittlerweile bin ich nicht mehr so ein Fan davon, eine Einzeldosis von 6 Milligramm mal Kilogramm Körpergewicht zu wählen vor der Beuge und den Wettkampf dann einfach zu machen. Vor allem nicht, wenn man schon im Vorhinein weiß, dass der Wettkampf sich länger zieht, es vielleicht statt 2 Flights 3 Flights sind, also eine Gruppe sehr groß ist, in 3 Flights unterteilt wird, man also wahrscheinlich davon ausgehen kann, der Wettkampf wird sich auch ein bisschen länger ziehen. Und Powerlifting-Wettkampf ist in der Regel nicht in 1,5-2 Stunden so durch, das dauert manchmal ein bisschen, Richtung 4 Stunden, 3, 4, 5, also eher 4, 5. Und da macht es natürlich Sinn, wenn wir immer in den Lift starten wollen, mit Peak-Konzentration Koffein, die Koffeindosis aufzuteilen. Wenn man sich für den Tag zum Beispiel 5 Milligramm mal Kilogramm, 5 Kilogramm, wenn man sich für den Tag vielleicht 5 Milligramm mal Kilogramm Körpergewicht herausgepickt hat, das ist eine gute Dosis, mit der kommt man gut zurecht, kann sein, dann macht es vielleicht Sinn, 2 Milligramm vor der Beuge zu wählen, 1 Milligramm, also mal Kilogramm Körpergewicht, ich will es nicht immer wieder sagen, aber mach es trotzdem, vor der Bank und dann vor dem Heben nochmal 2. Oder 3, 0, 2, irgendwie so in die Richtung. Da gibt es auch Studien zu, dass eine Verteilung über einen längeren Wettkampftag hinweg. Das war im Wrestling vielleicht trotzdem angebracht, wenn man auch an das Konzept Peak-Konzentration sozusagen denkt. Da war es so, dass das Aufteilen über den Wettkampf hinweg in 10 Milligramm mal Kilogramm Körpergewicht, in 2 Milligramm mal Kilogramm Körpergewicht Einheiten, also 2, 2, 2, 2, 2 vor jedem Match, war deutlich besser als 10 Milligramm mal Kilogramm Körpergewicht am Anfang. Also die Performance war durchschnittlich besser. Und am besten war sie in der Studie, wenn man sich die Koffeindosis selbst eingeteilt hat. Also nicht vorgescriptet war, okay, dann 2, 2, 2, 3, 2, sondern man ist in den Wettkampf gegangen und hat halt nach Feeling gemacht, okay, brauche ich es jetzt, brauche ich es nicht, fühle ich mich noch gut, wie sieht's aus, fühle ich mich leistungsfähig im Endeffekt einfach. Und das würde ich auch im Endeffekt raten. Klar, man kann schon mal so mit einem kleinen Konzept reingehen, okay, die Dosis ist recht angebracht für mich, aber dann trotzdem am Wettkampftag reaktiv entscheiden. Nicht einfach drauf los, selbst wenn man sich schon ein bisschen zittrig fühlt,
man merkt, okay, Aufregung geht nicht wirklich runter, Richtung Bank heben, sich dann nochmal 3 Milligramm mal Kilogramm Körpergewicht hinterzu kippen, ist vielleicht nicht das Beste. An der Stelle auch ganz, ganz kleine abgeschliffen, Koffein bleibt nur eine kleine Ergänzung, die deine Performance nach vorne bringen kann am Wettkampftag. Was essen sollte man trotzdem? Denn das kann auch nach hinten losgehen. Bei mir auf der DM 2019 habe ich nur den ganzen Tag hinweg über, ich glaube, Skittles gegessen und 3-4 Monster getrunken. Im letzten Hebeversuch, der dann sackschwer war, gab es gewisse Dinge, die sich meinem Körper entledigen wollten. Und es hieß dann beim Heben, entweder hebe ich es hoch und es muss was raus oder ich lasse die Hantel fallen. Das kann natürlich auch sein, kann sehr gut passieren, wenn man dem Körper nur so einen Scheiß zu sich führt und nichts, keine gute Mahlzeit noch. Also die Ernährung am Wettkampftag bleibt wichtig. Koffein ist nur so ein kleiner Bonus. Außerdem nochmal zum Wettkampfthema, das ja bei vielen auch wahrscheinlich jetzt im Kopf rumschwimmt. Wie sieht es denn in der Woche vor dem Wettkampf aus? Koffeinentzug, damit ich es am Wettkampftag mehr spüre. Bin ich eher nicht mehr so ein Fan davon, denn Koffeinentzug scheint nicht wirklich, also Effekte darauf zu haben, wie leistungssteigernd Koffein ist. Koffein bleibt sehr wahrscheinlich, wie es aktuell aussieht mit dem Wissensstand, leistungssteigernd auch bei gewohntem Konsum. Also daraus kann man also auch schließen, dass obwohl du vor dem Wettkampf gut Koffein konsumiert hast, am Wettkampftag das Koffein trotzdem seine Effekte erfüllt bzw. die Performance boostet. Wovon ich allerdings ein Fan bin, um trotzdem so ein bisschen den psychologischen Effekt zu haben, dieses okay, vermehrten Fokus, den Blick vermehrt zu bekommen, den koffeinfokussierten Blick, Koffein so ein bisschen zu reduzieren vor dem Wettkampf. Also vielleicht, falls man in der Woche vor dem Wettkampf noch ein Opener-Testing hat, am Montag das normal zu machen mit einer moderaten Dosis Koffein und dann runterzufahren und die Einzeldosis dann am Wettkampftag, die erste Einzeldosis vor der Beuge höher zu haben als in den Tagen zuvor. That's it. Ich würde es halt auch auf jeden Fall nicht riskieren, irgendwie nur 1-2 Tage vorher, vor dem Wettkampf, einen Koffeinentzug zu machen, denn dann können halt Entzugserscheinungen kommen, wie Kopfschmerzen, vielleicht Stimmungsschwankungen Richtung Depressionen, Ermüdungsgefühle und man will nicht ermüdet mit Kopfschmerzen und extremer Lethargie irgendwie in den Wettkampf reinstarten. Das macht nicht Spaß, glaube ich. Alright, das so zum Powerlifting-Wettkampf. Die letzte Sache, ist Koffein überhaupt safe? Quatschen wir hier die ganze Zeit drüber. Und was sind so die Nebenwirkungen? Also Koffein scheint, also ich will da eigentlich nicht viel zu sagen, weil ich bin kein Arzt, will auch nicht, dass aufgrund meiner Empfehlung irgendwas passiert, deswegen auch am Anfang der Disclaimer. Nur für die gesunden Leute unter euch sind diese Empfehlungen irgendwie was vielleicht relevant und sollen nur an die gerichtet sein. Aber Koffein, zumindest Kaffee und Koffein sind ja auch nochmal unterschiedlich. Koffein ist im Kaffee drin, Kaffee hat aber nochmal mehr als 1000 andere Substanzen. Koffein ist nur Koffein. Bei Kaffee ist es zumindest so, dass es dort so aussieht, dass sich Koffein nicht negativ auf irgendwie die Sterblichkeit oder sonst irgendwas auswirkt, sondern tendenziell sogar positiv, solange man das Ganze moderat hält, irgendwie unter 400 Milligramm Koffein am Tag ungefähr ist. Das ist natürlich auch ein grober Richtwert. Der ist auch von der WHO, glaube ich, vorgeschlagen. Also es gilt jetzt nur für Erwachsene, Kinder und Schwangere ist nochmal anders, weil das Körpergewicht unterscheidet sich halt enorm. Und davon ist das sehr wahrscheinlich auch abhängig und wie man das verstoffwechselt und so weiter. Aber solange man so unter den 400 Milligramm in etwa bleibt, vor allem das so macht, wie ich das beschrieben habe, erstmal einen ganz niedrigen Startpunkt zu finden und von da aus zu gucken, wo die Reise hingeht, ob man es überhaupt anheben muss oder ob diese Low Doses vollkommen passt, dann sollte man relativ safe sein. Sondern, ich meinte ja schon, habe es glaube ich gerade kurz angeschnitten, es kann sich sogar positiv äußern, was so das gesundheitliche Bild angeht. Vor allem so Herz-Kreislauf-Geschichten. Aber Koffein hat natürlich auch einige Nebenwirkungen. Wir haben ja gerade schon über den Koffeinentzug gesprochen, der hat einige Nebenwirkungen, die ich gerade meinte, Depression, Lethargie, Angst, Reizbarkeit, Anxiety kann auch natürlich steigen, wie ich vorhin schon meinte, aber die Nebenwirkung, auf die ich halt so gerade hinaus möchte, ist, Koffein kann sich halt negativ auf den Schlaf auswirken und Schlaf ist das Regenerationsmittel überhaupt in unserem Sport, generell im Sport und überhaupt. Und wenn der Schlaf negativ durch Koffein beeinflusst ist, dann ist es scheiße. Schlaf kann auf jeden Fall die Effizienz, die Einschlafzeit, wie oft man während des Schlafens aufwacht, wie viel Tiefschlaf man hat. Also sehr viel Schlafparameter können durch Koffein
verschlechtert werden. Und das wollen wir tendenziell nicht, weshalb es halt Sinn macht, Koffein recht früh am Tag zu wählen. Wobei es aber auch Studien gibt, dass selbst eine 200 Milligramm Einnahme Koffein um 7.15 Uhr oder 7.10 Uhr morgens negative Einflüsse auf den Schlaf hat und haben kann am... Wann sind die schlafen gegangen? Ich glaube Richtung 23 Uhr war immer noch ein Fünftel Konzentration vorhanden im Blut oder im Speichel wurde, glaube ich, getestet. Es sieht aber auch so aus, dass wenn man an Koffein gewohnt ist und das vielleicht alles sinnlich handhabt, morgens Koffein nur zu sich führt, Dosis niedrig hält, relativ niedrig, damit das nicht mit dem Schlaf da irgendwie reinschneidet, dass der Schlaf langfristig gesehen vielleicht gar nicht mehr so davon beeinträchtigt wird. Beeinträchtigter Schlaf ist scheiße, was die Verletzungswahrscheinlichkeit angeht, was die Performance angeht, für Kraft vielleicht gar nicht unbedingt akut, denn man kann oftmals Maximalkraft immer noch recht gut abrufen, selbst wenn man mal ein, zwei Tage scheiße geschlafen hat. Aber langfristig gesehen wird es deine Performance schmälern, beziehungsweise den Fortschritt, den man machen kann. Und das wollen wir nicht. Zumindest will ich das nicht. Ich will das nicht für meine Athleten und Athletinnen, für euch auch nicht. Und ja, das sind so die Nebenwirkungen, die ich herauspicken wollte. Das ging mir vor allem um den Schlaf. Koffein ist ein super, super komplexes Thema, meiner Meinung nach, was viele Parameter hat, die man berücksichtigen muss. Ich meinte ja schon die Zusammensetzung von den jeweiligen Koffein-Beverages, also die Getränke, die man zu sich führt oder wie auch immer. Interindividuelle Unterschiede, genetische Unterschiede. Trainingsstatus kann auch Unterschiede machen. Für Fortgeschrittene kann es sein, dass man höhere Dosen an Koffein braucht. Es gibt einfach extrem viel zu beachten bei dem Ganzen. Wollte das Ganze aber so praktikabel wie möglich gestalten, sonst hätte das Video wahrscheinlich eine Stunde gedauert. Und ich saß auch schon dran und habe 35 Minuten gequatscht und war immer noch bei Frage 2 oder am Ende von Frage 2. Weshalb ich gedacht habe, nee, das ist nicht praktikabel. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, inwiefern das praktikabel war, ob euch das irgendwie geholfen hat, ob ihr was herausziehen konntet, wie ihr Koffein nutzt. Bei mir ist es so, ich habe mittlerweile einen recht guten Umgang damit gefunden. Zum Aufstehen gibt es bei mir einen Kaffee. Das hat nichts mit Performance zu tun, das hat nur was mit Ritualen und Aufstehen zu tun. Und fürs Training in der Regel zwischen 1,5 Milligramm mal Kilogramm Körpergewicht bis 3 höchstens, aber tendenziell so in diesem Zweierbereich, was mir vollkommen ausreicht und alle Effekte bedient, die ich aktuell möchte. Richtung Wettkampfvorbereitung wird es wahrscheinlich nochmal anders aussehen. Man kann Koffein cyclen, von Anfang des Trainingsblocks ein bisschen niedriger zu höher. Kann man alles machen, gibt sicherlich auch gute Gründe für, würde den Rahmen des Videos aber so ein bisschen sprengen. Sollte erstmal so eine gute Einführung in das gesamte Thema geben, sein, meine ich natürlich. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war viel Arbeit, die ganzen Studien zu durchforsten. Für wie gesagt, findet ihr alles unten in der Beschreibung, falls ihr euch das reingönnen möchtet. Und ansonsten würde ich mich sehr über ein bisschen Support freuen. Wünsche euch noch einen sehr schönen Tag, ein schön eisgekühltes Koffeingetränk und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!